12 Jahren, als das Militär der Föderation ganz Südamerika bedrohte. Ihr Anführer, General Almagro, wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder hinrichten. Rock überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Invasion. Rock führte uns an, um Almagro auszuschalten. Aber Rock war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute. Und es war klar, nichts würde ihn abhalten, sich seinen Preis zu holen. Legenden sterben nie. 8. Juli. Caracas, Hauptstadt der Föderation. Legende. 12 Jahre früher. Die Hölle laufen ohne zu schwitzen. Die Ghosts waren die Besten der Besten. Aber wie Rock wurden die gefürchtet. Finden Sie Almagro. Okay, wir sind 12 Jahre zurück. Wo es darum geht, Almagro auszuschalten oder zu finden. Und sind mit Rock unterwegs, der jetzt der Böse ist. Und wir sind, glaube ich, gerade der Dad von Ash und Logan. Und damit willkommen zurück bei Call of Duty Ghosts, liebe Zuschauer. Tja, die Waffen sind immer noch dieselben im Endeffekt. Hat sich nichts getan in 10 Jahren oder in 12 Jahren. Gut, die AK ist auch schon ziemlich alt, glaube ich. Und die gibt es ja heute auch noch. Wow, da wurde ich zerhackt. Hört doch mal auf, mich zu ballern hier. Die miesen Camper da hinten. Ah, die FAD, die habe ich im Multiplayer noch nicht getestet. Beruhigt euch, lasst mich in Ruhe. Ach, der Panzer ballert auf mich. Ja, kein Wunder, dass ich dann da kassiere. Okay, dann sollte ich da nicht lang gehen. Ein Panzer kann böse Aua machen. Tja, und das war's nämlich dann mit unserem Panzer. Und da hinten ist der feindliche Panzer. Und da kommen neue von uns. Ja, geht doch einfach beide drauf. Okay. Hey, Jax ist auch wieder mit dabei. Ach, da drüben auf dem Balkon sind auch noch welche. Und ballern hier mit Raketenwerfern. Und die versuchen da durchzukommen. Klappt noch nicht so ganz, ne? Merkst du selber. Deaktivieren Sie den mobilen Raketenwerfer. Den da? Viel Spaß damit. Tschüssi. Deaktivieren Sie den nächsten mobilen Raketenwerfer. Ach.
Ganz spannende neue Aufgabe. Sorry, Rock. Obwohl, eigentlich kann ich dich ja jetzt schon töten. Dann kannst du später keine Scheiße bauen. So, Rock. Da vorne ist der nächste Raketenwerfer, den ich ausschalten muss. Dann rennen wir da mal schnell hin. Ich war doch am Laufen. Oh, shit. Die Mauer. Ziel gescheitert. Sie müssen weiter nach oben. Okay, das war auch vorher gesehen. Okay. Ich dachte schon, hey. Muss ich nochmal machen? Oh, shit. Der Staudamm, klar. Oh, Kacke, er lauft. Das Wasser kommt. Oh, das sieht schon echt krass aus gerade, finde ich. Man muss sich das mal vorstellen, das passiert in echt. Wenn ein Staudamm bricht, dann... Das sind ja so viele Millionen Liter Wasser, die da auf einmal kommen. Natürlich steigt das dann so schnell. Guckt mal, guckt euch das mal an hier. Ach du Scheiße, ja, wir müssen ganz weit nach oben. Sonst ist bald Ende. Das ist ja krass. Was gibt es? Ich denke, wir brechen ab. Das Arschloch hat die Stadt geflutet und die Hälfte seiner eigenen Leute erledigt. Und die Hälfte unserer Leute. Wir sind Ghosts, Merrick. Wir beenden die Mission. Ja, aber das hier ist anders. Gibt es noch was zu sagen, Sergeant? Nein, Sir. Das wird nicht wieder gehalten! Es heißt da draußen. Gut, finden wir dieses Arschloch. Das ist drei Feinde, 10 Meter. Finden Sie Almagro. Tja, die Stadt steht unter Wasser. Klar. Das Haus schwimmt einfach weg. Oh, und wir auch. Danke, Rock. Auch in den Arsch bist. Oh. Schickes Messer. Was? 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 Wer sieht mich? Wir waren doch gerade noch am... Nutzen Sie das Wasser, um sich zu verstecken. Ja, gut. Ah, okay. So war das gedacht. Ghosts können auch einfach unter Wasser arbeiten. Ich will mitspielen. Lass mich mitspielen. Spiel gespeichert. Das hilft sicher. Ja, eine Axt kann ganz hilfreich sein. Noch zwei voraus. Du gehst da runter, ich nehme die Flanke. Okay. Mach ich. Wie er ihn mit der Axt zerstückelt. Nice. Überleben ist das Wichtigste. Gehen wir nach oben. Wie in alten Zeiten, was, Elias? Die Stadt zerfällt! Wir haben keine Zeit mehr!
Lauf! Diese Karte hier, beziehungsweise den Abschnitt dieser Story, oder dieser Abschnitt der Story, den gibt es auch als Multiplayer-Karte, heißt Flooded oder ja doch irgendwie geflutet oder so. Und die gefällt mir leider nicht so, muss ich sagen. Also die Multiplayer-Karte dazu. Aber gut, hier in der Story sieht es natürlich imposant aus, wie das ganze, wie die ganze Stadt langsam weggeschwemmt wird und so. Das ist schon cool gemacht. Okay, Rock. Elias is on the way. Die Waffe habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Also im Multiplayer. Habe ich aber eben schon auch gesagt, ne? Oh, sorry. Okay, Rock, ich folge dir. Aua! Ja, was meinst du, Rock? Wie machen wir's? Weiter runter? Oder soll ich erstmal schießen? Ja, die Waffe gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Sieht zwar ganz schick aus, aber vom Schießen her etwas unpräzise und... Eat that! Rock, wie wär's, wenn du auch mal schießt? Du schießt doch sogar vorne und ich muss alles alleine machen? Ernsthaft? Ah, unter Wasser schießen ist auch kein Problem. Ja, es gibt ja Waffen, die können das ohne Probleme. Manche Waffen allerdings nicht. Okay, war's das? Dann weiter. Amelie Rotpunktvisier. Mal gucken, was ist denn das? Ein MG. Ja, ich habe noch gar nicht mit MGs gespielt im Multiplayer. Die sind aber auch nicht so mein Ding. Man ist zu unwendig damit. Das ist irgendwie ein bisschen noobig, aber... Nee, jetzt bin ich ja da. Ja, wie die verzieht. Also, das ist schon... typisch MG halt, ne? Viel Munition, dafür auch sehr unpräzise. Sehr schwer. Gar nicht so mein Ding, muss ich sagen. Wir nehmen also hier den Bus als Brücke, okay. Wenn das mal gut geht. Na kommt schon, Jungs. Aber gut, sie klingt schon ganz nett, die Waffe, ne, die FAD. Aber ist einfach vom Spieltyp her nicht so mein Ding. Ich stehe auf Sturmgewehre, die ein bisschen präziser sind. Guten Schaden machen. Die ist mir zu rau. Zu, ja. So ein bisschen wie eine AK eben. Guten Schaden und so, aber leider, und zuverlässig, aber leider etwas unpräzise. Ah ja, das Hütchen da oben ist auch im Multiplayer ein beliebter Camper-Spot, ganz schlimm. Ein
Mann, die haben aber eine Range, die Granaten, hör mal. Ja, dann lauft! Halten Sie Almagro auf! Okay. Mach ich! Ach so, warte mal! typische Helikopter-Szene. In den Heli reinspringen. In den COD. Jawohl, Almagro ist tot. Alles okay? Das ist so schwer. Elias, du musst. Scheiße, Rob! Lass ihn auf Gott gehen! Das ganze Ding geht weg! Halt dich fest! Ich glaube, jetzt wissen wir auch, warum Rock die Ghosts ausschalten will. Ich traf die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich ließ ihn los und rettete die anderen. Tja, und er ist sauer. Gut. Was ist mit ihm passiert? Wir haben seine Leiche wochenlang gesucht. Dann wurden wir abgezogen und er als vermisst gemeldet. Aber wieso jagt er Ghosts? Die Föderation hat ihn gefunden. Und wenn sie ihn umdrehen konnten, dann schaffen sie das mit jedem. Und ein Ghost hört erst auf, wenn seine Mission beendet ist. Findet ihn, bevor er uns findet. Genau. In Caracas ist ein Mann, der weiß, wo er schläft. Victor Ramos. Er leitet die Forschung für die Föderation. Nur wenige Männer sind Rocks Freunde. Ramos ist einer von ihnen. Für Rock müssen wir zurück nach Caracas, wo alles begann. Tja, und jetzt dann 12 Jahre später eben nochmal nach Caracas. Tag der Föderation, 15. Juni. Caracas, Hauptstadt der Föderation. Genau, weil diesmal eben dann als Logan, als Sohn. Oh, sieht ja etwas anders aus hier. Was geht denn hier ab? Wir suchen jetzt also ihn. Negativ. Unser Ziel. Nicht gut. Der Winkel stimmt nicht. Ziel bestätigt. Die Mission beginnt. Ist er das? Das ist er. Okay, wir wissen jetzt, dass er da drüben ist. Und sind auf jeden Fall wieder in Caracas. Ja, 12 Jahre später als Sohn. Wir wissen jetzt, warum Rock die Ghosts jagt. Was sind denn das für krasse Dinger hier? Ich will auch so einen. Da ist meiner. Ernsthaft? So eine riesen geile Maschine nur für ein Seil? Ich will auch. Ach, hier.
Oh, da geht's tief runter. Also es sieht schon krass aus. Das muss man ja doch mal zugeben. Sieht schon ziemlich cool aus. Da unten ist irgendein Konzert oder sowas. Dass sie das nicht sehen hier in der Küche. Schön, hast du, okay. Hallo Keegan. Was mit dem Pokertisch? Die pokern nicht mehr. Glücksspiel ist gefährlich. Tja, also hier an der Hauswand hängend muss ich doch mal einen Cut machen. Den VIP nehmen wir dann beim nächsten Mal gefangen. Vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Euch einen schönen Tag. Alles Gute, euer Walle. Bye, bye.